Ja, moin! Heute will ich mal tatsächlich doch mal hier in der Hörn angeln. Bin ja schon fast verzweifelt. Ihr habt das ja gemerkt in den letzten Videos. Irgendwie dieses Jahr soll das nicht laufen mit Meerforelle. Man hört von Fängen, die Leute sind glaubhaft. Ich war jetzt an mehreren Stellen, an den üblichen Stellen, altbekannten Stellen, an der Außenförde und so weiter und so fort. Ja, und nun habe ich gedacht, Feierabendrunde, ein bisschen Streetfishing, kann man auch nennen, hier in Kiel. Gewässertipp, Hörn hatte ich euch gezeigt. Ihr seht hier das Becken. Abschluss der Förde hier in Kiel. Ja, will ich mal auch mal Winter versuchen. Ich bin hier ja auch, wie ihr merkt, in Kiel unterwegs, schnack mit Anglern. Die erzählen mir auch von Forellen, die sie selber gefangen haben oder von Fängen gehört haben. Es wird auch gemunkelt von Seelachsen. Kann natürlich sein. Es gibt ja auch erste Fangmeldungen aus der Flensburger Förde. Ja, dann wollen wir mal hier mal loslegen. Hier ist die Seite, östliche Seite mit den Baustellen. Da ist nachts viel Licht, also man kann auch hier nachts ohne großartige Beleuchtung angeln. Und hinter uns Fährterminal, vielleicht sieht man noch die Stehner, genau. Ja, großes Becken, tiefes Becken. Und nicht lang schnacken, sondern erstmal hier ins Flache werfen, wo noch ein bisschen Helligkeit drauf stand heute. Wir haben immerhin 10 Grad, Wasser wird noch kalt sein, aber wir haben Licht, wir haben hier eine Flachstelle. Es muss doch mal klappen. So, ich fange heute an mit Blau-Weiß, bisschen Fluoranteil hier, Stripper, Hansen 15 Gramm, der läuft recht flach, weil hier rechts ist so eine Art flache Einspülung von dem Regenwasserkanal, das ist eine Art Au, und hier kommt auch immer viel Süßwasser aus dem Abwasserbereich hier in die Hörn. Ja, und da werde ich jetzt erstmal rechts von mir anfangen, ins Flache zu schmeißen und mal gucken. Ja, ihr seht, ich komme bis fast an die Kaimauer hier mit Rückenwind. Trotzdem nur 15 Gramm hat der Köder. Und der läuft schön flach. Also hier ist vielleicht 1 Meter, 1,50 Meter maximal, je nach Wasserstand. Heute ein bisschen Hochwasser, weil das Wasser wieder zurückschwappt. Gestern war Sturm, Regen. Da, wo ich hinwerf, da kommt Süßwasser. Dauerhaft. Aus der Wand quasi. Wir haben hier im Stadtteil eine kanalisierte Au. Das ist auch, glaube ich, Oberflächenwasser und so weiter, was da reinfließt. Da ist auch dauerhaft Strömung. Da habe ich auch schon Fische teilweise im Sommer stehen sehen. Und da wir ja kaltes Wasser haben zurzeit, die Meerforelle nicht so das salzige Wasser liebt, ist das die Theorie, hier auch mal eine Forelle zu fangen. Über dem Hafen ist genauso wichtig wie auch an der Küste, wie ich euch das schon erklärt habe, immer gucken. Es ist jetzt hier recht tief gleich, also in der tiefsten Stelle ist es vielleicht 6, 8 Meter, wird dann vielleicht noch tiefer hier in der Mitte. Aber wir haben auch ein paar Flachzonen, deshalb muss man gucken, ob Fisch an der Oberfläche ist. Kann natürlich sein, dass er hier aktiv ist. Irgendwas stimmt hier mit meinem Köder nicht. Alles gut. Also nicht einfach nur einkurbeln und sich an der Stehnerleine oder an den Förderdampfern erfreuen, sondern wirklich aktiv auch gucken. Wenn ja die Makrelzeit ist und man ist ganz früh morgens hier, also noch eine Stunde vor Sonnenaufgang, sollte man vielleicht da sein, eine halbe Stunde vorher, ganz früh morgens. Und das ist ganz ruhig hier, da kann man wirklich teilweise die Makrelen sehen, wie sie hier die Jungfische
jagen, an die Oberfläche drücken, an die Wand drücken. Also das ist schon ein Schauspiel. Mitten in der Stadt. Das ist schon mal Ausblick für den Sommer. Im Augenblick ist hier halt ganz normaler Feierabend hier, Fahrzeuge und so weiter und so fort. Ja, jetzt Köderwechsel. Ich will jetzt die Kante runterangeln, die ist auch rechts von mir. Da wird das dann so 2-3 Meter tief. Und jetzt habe ich mal in weiß genommen, den Stripper. Den habe ich jetzt verkehrt rum montiert. Der rotiert anders und läuft ein bisschen tiefer. Werfen tue ich eher jetzt ein bisschen links. Da, wo sich der Bereich ein bisschen vertieft. So, ich habe jetzt mal Savage Seeker in 15 Gramm. Der taumelt schön beim Absinken und flankt und blitzt auf. Er hat auch so ein bisschen, hier hat er so ein paar Fluo-Augen sozusagen eingesetzt. Und der fliegt jetzt, weil er so kompakt ist, fliegt der wirklich weit. Und da will ich mal in der bisschen tieferen Ecke Richtung Fischhornbezirk. Das ist hier ungefähr 100 bis 120 Meter weg. Da komme ich natürlich nicht hin. Aber da geht das so quasi in Richtung hier von den Treppen geht das schräg runter. Und da steht jetzt ein bisschen die Welle drauf. Und das war den ganzen Tag warm. Vielleicht ist das eine Position für eine Forelle. Jetzt kommt noch ein anderer Angler. Bin nicht der Einzige. Da hinten ist auch noch einer. Also drei Angler sind wir hier. Mal sehen. Muss man mal gucken, auch, ob die was fangen. Also der Seeker, der arbeitet auch im Absinken. Der taumelt schön runter, blitzt. Heißt ja nicht umsonst so. Der durchsucht die ganze Wassersäule sozusagen. Immer so sägeförmig ziehen so. Mal einen Stopp mit einlegen. So, ich werde jetzt hier noch mal ein bisschen ins Tiefe schmeißen, in die Mitte quasi und den absacken lassen. Man ist ja vor Überraschung auch nicht gefeit. Weiß ja nicht in diesem riesen Becken hier, was tief ist. Wo die Fische stehen, die zeigen sich ja auch nicht an der Oberfläche. Ich glaube, mein linker Nachbar, der angelt auf Hering. Er hat, glaube ich, einen Heringsvorfahrt dran. Und der links hoch, etwa in der Mitte, der hat, glaube ich, eine Pose dran. Also wir haben hier alle Methoden am Start. Und mal gucken, ob Fisch kommt. So, ich habe jetzt hier noch einen doppelten Grinner noch mal eingearbeitet. Quasi Vorfach mit einem doppelten Grinner an die geflochtene Schnur und Stück oberes Ende vom Vorfach stehen lassen, damit ich nachher eine Springerfliege einbinden kann. Ja, und unten 50, 60 cm unten ganz normal den Blinker eingehängt. So, ich habe jetzt die Montage ein bisschen geändert. Ich will jetzt auch noch mal quasi rechts die Förde hoch oder die Hörn hoch. Hier hinter mir, wo die Baugkräne sind, da ist die Keimauer auch wieder ein bisschen tiefer. Da liegen auch so ein paar kleine Boote. Da kann man auch ganz gut ran und fischen. Da steht jetzt noch ein bisschen Sonne drauf. Da will ich jetzt quasi noch mal hin, bevor die Sonne ganz weg ist. Ja, Street Fishing in Kiel. Ja, ihr seht, hier ist noch Rest Sonne. Da hinten geht sie gleich unter. Steht hier ein bisschen drauf. Hier ist die Kaimauer und hier ist relativ
nah zum Wasser. Man sieht das hier. Also das ist vielleicht 1,20 Meter. Kommt mal locker mit dem Kescher runter. Ja, wir haben hier Mitte der Hörn ungefähr. Da hinten liegen die Förderdampferfähren hier, Hafenfähren. Und da geht's dann raus, stehen allein, Hörnbrücke und so weiter. Ja, mal gucken, vielleicht ist ja hier was. Ja, ihr seht das, hier ist richtig Sonne noch rein. Knallt hier voll auf die Kaimauer und hier sind auch Bänke hier hinter mir. Also nicht hinter mir, da ist das Wasser auf der anderen Seite, wo ich hingucke. Oh, da sitzen die Leute und genießen die Sonne. Ich muss jetzt hier auch tatsächlich meine Sonnenbrille aufsetzen, weil das blendet total. Ich werde jetzt mal Taktik mit dem Seeker, der ist ein bisschen tiefer hier, den absinken lassen und dann so sägeförmig langsam einholen. Mal gucken, ob da was kommt. So, ich habe den Savage Seeker noch in 28 Gramm. Komme ich noch ein bisschen weiter raus. Also ich habe hier eben eine Bewegung an der Oberfläche gesehen und es war wie ein Ring und erstmal war nichts und dann kam aber doch weiter links ein Kormoran hoch, also kein Fisch. Aber der jagt ja hier nicht umsonst. Also der war fast auf der anderen Seite. Ich stelle jetzt gleich um auf den schwereren, da komme ich ein paar Meter weiter. Hier jagt der Kormoran. Vielleicht habt ihr den gesehen. Ja, aber er jagt halt nicht umsonst. Er rechnet sich ja was aus. Vielleicht ist hier dann doch Fisch. Mal gucken. Habt ihr ihn fliegen sehen, jetzt ist er wenigstens weg. Ich versuche hier mal mit dem schwer. Das ist. Ich hab gerade gesagt, versuche mit dem schwereren mal die Wasserschichten durchzuangeln, aber ich habe jetzt glaube ich irgendwie Schmodder dran. Links bin ich nicht Schneider. Tüte mit Muscheln. So. Hier ist irgendwo ein Müll, da oben ist ein Müll, da gehe ich gleich hin. Ja, also ich war deutlich in Grundnähe, obwohl ich die Route immer hoch und runter genommen habe und so ein bisschen versucht habe, die verschiedenen Wasserschichten zu beangeln. Ich habe ja noch nie einen Seelachs gefangen, war noch nie in Norwegen. Ich weiß auch nicht, ob an den Gerüchten, dass hier Seelachse sind, was dran ist. In der Theorie kann man viel lesen und hören. Aber das muss man natürlich sich selber erarbeiten. Ja, also eher gehen die wohl auf schnellen Köder, aber ob das jetzt hier schnell genug ist und wie das hier funktioniert, keine Ahnung. Mehr Forelle wäre natürlich gut. Aber die jetzt zu finden, in der riesen Wassersäule, da muss man schon, glaube ich, ausdauernd angeln hier an dem Spot. Um rauszufinden, wie man die am besten befischt.
Mindestens haben wir jetzt die blaue Stunde. Gucken, ob da irgendwie Fisch aktiv ist. Ja, habt ihr die Paddler gesehen? Die hatten ja hinten eine Nummer drauf. Also wir haben hier irgendwie einen Verein, die spielen Kanu, Rugby oder sowas. Das ist immer ganz, ganz viel Action, wenn die spielen an der Kili. Das ist quasi Westufer hoch hier, hinterm Landeshaus. Da haben die ihre Anlage und da haben die Tore aufgebaut. Dann muss der Ball, wird mit den Paddeln nach vorne geprescht und dann müssen die irgendwie in so einen Korb schmeißen mit dem Paddel oder mit der Hand. Voll, da ist voll Action, die haben auch Vollschutz, da geht es richtig zur Sache. Also wenn ihr mal in Kiel seid im Sommer, geht mal die Kiellinie hoch und guckt euch das an. Das ist mal ein Tipp außerhalb vom Angeln. Ja, Kanu, Rugby oder so ähnlich. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt. Kanu Polo ist ein Teil hier vom Kajakvereinigung Kiel. Gibt es mehrere Vereine hier an der Kiellinie. Und ich glaube, immer in der Kieler Woche ist ein großes Turnier. Das ist richtig Action. Das macht richtig Spaß zu gucken. Ja, und die müssen vorher auch trainieren. Also manchmal sieht man die auch so, wenn man hier spazieren geht. Ja, der Angler, der eben in der Hörn, Ende, Treppe, links neben mir stand, der steht jetzt hier auch ein Stück weiter links und der hatte tatsächlich Heringsliegen mit und rollt die jetzt. Gucken, jetzt sind wir hier zwei Angler, mal sehen, ob der auch mit Blinker angelt. So, die Sonne ist jetzt hinter den Gebäuden verschwunden, ist gleich Sonnenuntergang, aber es ist natürlich ausreichend Helligkeit noch. Ich habe jetzt mal hier eine Rappala-Schlaufe gebunden und so eine buschige Fliege hier, orange, habe ich glaube ich mal selber gebaut vor Jahren. Haken ist noch scharf, habe ich nachgeschärft und das ist also der Zweck von diesem Beifänger, den man in die Monoschnur knotet. Ja, also der steht auch gut ab, verheddert sich nicht, habe ich euch schon mal gezeigt und mal gucken, vielleicht jetzt noch restlich, vielleicht kommt was. Ja, ich sehe schon mal ein Fazit hier mit der Stehende im Hintergrund. Hinten ist Hafenabend. Hier ist nochmal unser Cinemax Kino, dahinter ist der Bahnhof. Also Fazit, man kann hier gut angeln. Man kommt hier an eine ganze Menge Stellen. Wenn man da angelt, wo die Keimauer ein bisschen höher ist, braucht man entweder sehr langen Kescher oder Spundwandkescher oder man muss halt den Fisch rausheben. An den Treppen, wo ich als erstes war an der Hörn, da ist es sehr, sehr einfach ans Wasser zu kommen. Da steht man direkt ja an der Kante. Gibt es mehrere Zonen, flach, tief. Heute versucht, mehrere Köder. Hat heute mal nicht sollen sein. Ich werde aber noch ein bisschen weiter angeln. Also, wenn ihr merkt, da ist noch was dahinter, hinter diesem Fazit, sind noch ein paar Minuten übrig, dann zeige ich euch vielleicht im Dunkeln noch irgendwie einen Fisch oder sowas oder was Bemerkenswertes. Ja, wenn nicht, gebt mir einen Daumen, wenn euch das gefallen hat. Guckt mal auf den Abspann. Ich freue mich über jedes Abo. Ich merke ja auch, dass ihr Abonnenten immer mehr guckt. Aber das sind immer noch viele, die gucken, die dich abonniert haben. Ja, weiß ich nicht wieso. Kann ja verschiedene Gründe haben. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn da noch ein paar dazukommen. Können wir uns auch austauschen. Guckt mir in die Kommentare. Wir haben ja jetzt das Heringsblei-Video, da haben wir ja ordentlich was besprochen. Und ja,
dann bleibt mir nicht viel, als mich zu verabschieden. Und in Schleswig-Holstein sagt man Tschüss.